Wir haben nochmal zusammengefasst, 0 Kelvin bedeutet, ich schreibe es mal als ältere Schreibweise, 0 Grad Kelvin bedeutet absoluter Stillstand der Atome. Nichts schwingt mehr, sonst schwingen die chaotisch. Das heißt, kälter als 0 Grad Kelvin geht es nicht. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde mal schnell was skizzieren, dazu mache ich mal Pause. Und zwar, ach, vielleicht schaffe ich es auch so. Naja, ich müsste ein sehr, 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 sehr langes Thermometer basteln. Hier und immer weiter und immer weiter. Das geht immer weiter runter. Und jetzt höre ich mal auf. Hier unten haben wir eine kleine Glaskugel. Und es sei mal ein Stoff drin, der sich tatsächlich, der das tatsächlich kann, auch 0 Kelvin anzuzeigen. Und ich mache mir auf der linken Seite mal die Kelvin-Skala und hier ist 0 Kelvin. Das Grad, darauf verzichten wir. So, dann hatten wir schon festgelegt, das wären minus 273,15, wobei 0,15 bestehe ich nicht drauf, Grad Celsius. Wenn ich also 273 Grad höher gehe, dann habe ich 0 Grad Celsius. Aber mittlerweile 273 Kelvin. Wie gesagt, immer 0,15, aber darauf verzichten wir jetzt. 0 Kelvin. Beim absoluten Stillstand. Tiefer geht es nicht. Es gibt keine Minusgrade, so wie minus 273,15 Grad Celsius. Hier irgendwo, hier, vielleicht bei minus 200 Grad Celsius ungefähr, haben wir flüssigen Stickstoff. Das wären aber schon 73 Kelvin. 73. So, und je weiter ich nach oben gehe, umso mehr steigt die Kelvin-Temperatur und umso zahlenmäßig geringer, bis ich zu 0 Grad Celsius komme, wird die Celsius-Temperatur. Eine kleine Übung, wenn wir sagen, wir haben 20 Grad Celsius, wie viel Kelvin entspricht das? Richtig, 293 Kelvin, genauso ist es. Mal was anderes. Wenn ich jetzt sage, wir haben mal 40 Kelvin, 40 Grad Celsius plus, ne? Dann denken wir doch als Menschen so, naja, von, ich mach's mal in Rot, von 0 bis 20, das ist ein Delta Theta, ich komme gleich drauf, von 20 Grad. Und dann müsste Delta Theta, also bis 40 Grad, müsste Delta Theta dann eben 40 Grad sein, das ist doppelt so warm. Mm-mm, absolut nicht. Nochmal, was heißt Delta Theta? Delta ist die Differenz. Die Differenz. Und wenn ich Theta sage, dann meine ich Celsius-Temperatur. Celsius-Temperatur. Das Schöne an der ganzen Geschichte zwischen Kelvin-Skala und Celsius-Skala ist, dass die Skaleneinteilung gleich ist. Das heißt also, wenn ich hier 1 Grad Celsius mehr als 0 habe, habe ich auch 1 Grad Kelvin mehr, das heißt 274 Kelvin. Und noch 1 Grad wäre auch wieder 1 Grad Kelvin mehr. Also das ist das Schöne. Deswegen können wir nämlich direkt sagen, dass wir die Temperaturen nebeneinander stellen können. Und wir können einfach umrechnen, von 0 auf 20 Grad Celsius ergibt das auch eine Temperaturdifferenz von 20 Grad auf der Kelvin-Skala. In diesem Fall hier sagt man Delta T, groß T. Die Temperatur lasst uns ab jetzt in Kelvin in der Physik betrachten und Delta T wäre hier in diesem Fall auch 20 Grad. GRD, ich schreibe es extra in GRD, damit man da nicht durcheinander kommt. Also von hier bis hierher, das wären diese 20 Grad, die ich meine. Das ist das Schöne dabei. Wir haben es hier genauso, also direkt vergleichbar. Aber jetzt nochmal zu dem Thema doppelt. Celsius hat ja gesagt, weil Wasser so bedeutsam für uns Lebewesen ist, dass 0 Grad Celsius, bei 0 Grad Celsius das Wasser anfängt hart zu werden, also vom flüssigen, festen Aggregatzustand übergeht. Das ist für uns bedeutsam, denn ab da können wir kein Wasser mehr zu uns nehmen, wir können es nicht trinken. Wir müssten es als Eis schlucken und erst im Mund umständlich auftauen. Ich komme noch drauf, was das für uns Menschen bedeutete. Dieses Thermometer habe ich hier an der Stelle mal abgeschlossen. Ich könnte das nebenbei gesagt noch, ich mache es mal in grün, ich könnte das noch bis sonst wohin malen, denn wenn ich Sonnentemperaturen messen will, dann ist das hier noch gar nichts, noch überhaupt nichts. Auch 1000 Grad sind da noch nichts.
Und eins wird auch klar, wenn ich zum Beispiel hier oben 3000 Grad Celsius habe, dann muss ich ja sagen, ich habe 3273 Kelvin. Aber der Unterschied wird hier in diesen hohen Gradzahlen nicht mehr so deutlich. Aber hier wohl. So, und jetzt zum Thema doppelt so warm. Wenn wir als Menschen sagen, es ist doppelt so warm, dann ist das unser persönliches Empfinden. Persönliches Empfinden meine ich, wenn ich zum Beispiel mit kalten Händen von draußen reinkomme und halte die in einen Wasser, eine große Wasserschüssel, die aber bloß vielleicht, na, wo das Wasser 10 Grad Celsius hat, dann kommt mir das immer noch warm vor, wenn ich kalte Hände habe. Habe ich warme Hände, kommt es mir kalt vor. Das ist also subjektiv, also auf uns Menschen, auf das Subjekt Mensch bezogen, die Empfindung. Und die kann uns arg täuschen. Deswegen gibt es Thermometer, aber da kommen wir dann gleich drauf, wie so ein Thermometer im Wesentlichen funktioniert. Wenn ich von doppelten Temperaturen spreche, dann könnte ich es zum Beispiel hier an der Stelle machen, dass ich sage, ich habe 10 Kelvin, wir tun mal so, als wenn das hier ablesbar wäre, 10 Kelvin und ein bisschen mehr, also um 10 Grad wärmer, wären 20 Kelvin, das wäre die doppelte Temperatur. Da schwingen die Teilchen dann doppelt so stark hier. Der Temperaturunterschied, Delta T, beträgt, wie man sieht, von 10 bis 20, 10 Grad. Jetzt lasst uns das mal über das ganze Thema diskutieren und mal überlegen und ein paar Übungen machen und so weiter und so fort. Ich mache mal Pause. Jetzt haben wir das durchdiskutiert, haben verschiedene Temperaturen mal geübt und nochmal darauf hingewiesen. Ist ja alles ganz gut und schön. Wenn ich rechnen will mit der Temperatur, nehme ich groß T und nehme die Kelvin-Temperatur und dann kann ich auch genau ausrechnen, worum es geht. Jetzt kommt eine Frage und darauf werden wir uns dann gleich im nächsten Videoteil beziehen. Wieso funktioniert so ein Thermometer überhaupt? Ich hatte gesagt, hier, da ist was drin und wir tun jetzt mal so, als ob das egal ist und als ob das so einfach anzeigen könnte. Wie das funktioniert, werden wir im nächsten Video sehen. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss.